Meine Damen und Herren, für diejenigen, die eben erst zugeschaltet haben, darf ich wiederholen, wir sind kurz vor dem Start der letzten 6 Reiter in der Querfeld-Ein-Military-Disziplin. Wir erwarten gerade von diesen Reitern die Höhepunkte des heutigen Abends. Am Start jetzt gerade die Nummer 7, Horst Jüssen. Guten Abend. Nächster Start, die Nummer 13, Wichard von Roel. Guten Abend. Am Start die Nummer 69, Helmut Holder. Guten Abend. Und da ist die Nummer 1, Elisabeth Volkmann. Guten Abend. Vorletzte Startnummer, die Nummer 99, Peer Augustinski. Guten Abend. Und als letzter am Start die Nummer 6, Ingrid Steger. Guten Abend. Der Startschuss. Und da taucht doch schon wieder dasselbe Problem auf wie heute Vormittag beim Training. Das Pferd verweigert den Start und läuft ständig in die entgegengesetzte Richtung. Die Nummer 6, Ingrid Steger, hat die Kontrolle über das Pferd verloren. Wie lange wollen Sie noch tatenlos zusehen, mein Graf? Aber, Milord, das steht doch außerhalb unserer Kräfte. Das Pferd leidet an Palokkamalaitis. Was ist das denn? Angst vor der Angst. Genauer gesagt, das Pferd fürchtet sich vor dem ängstlichen Gesicht seines Reiters und ergreift dann jedes Mal die Flucht und instinktmäßig in die entgegengesetzte Richtung. Angst vor dem angstverzerrten Gesicht seines eigenen Reiters? Ja, so ist es. Tragisch und hoffnungslos. Das Rennen ist verloren. Unsinn, wir gewinnen. Sie haben eine Idee? Klar. Die Sensation! Ingrid Steger hat ihr Pferd überlistet. Sie sitzt rückwärts im Sattel und das Pferd läuft jetzt rückwärts in die richtige Richtung. Das hier ist die Haarnadelkurve von Mougin. Viel zu eng, die Kurve, wie Sie sehen. Die Nummer 13 und die 1 bereits schwer gestürzt. Das wird gefährlich für die Nummer 6. Da kommt sie schon. Virtuos gemacht, elegant durchgezogen. Eine gute Zwischenzeit. Das Rennen wird härter und härter. Hier die berühmte Schikane. Der Favorit, die Nummer 99, aus der Traut. Und auch Helmut Holger wollte zu hoch hinaus. Und die Nummer 7, Horst Jüssen, läuft nicht nur dem Sieg, sondern auch seinem Pferd hinterher. Beide legen ein tolles Tempo vor. Aber zum Sieg wird es wohl nicht reichen. Und da, die Nummer 6. Unglaublich. Die Sensation für Fachwelt und Publikum. Ingrid Steger jagt mit den Hinterbeinen dem Sieg entgegen. Sie kommt in die Zielgerade und gewinnt mit diesem ungewöhnlichen Reitstil das Rennen. Nach diesem Erfolg sind wir sicher, dass dieser Stil im internationalen Reitsport Schule machen wird. Ach, wie schön, mein Graf. Endlich ist mal bewiesen worden, dass verkehrt herum auch eine richtige Richtung sein kann. Ja, man könnte auch sagen, wer links mit rechts verwechselt, oben mit unten, vorn mit hinten und hell mit dunkel, muss nicht unbedingt ein Verlierer sein. Die Welt ist also doch noch in Ordnung. Ja. Meine Damen und Herren, Klimbim begrüßt Sie heute Abend sehr herzlich zur 22. Folge von Klimbim. Wir wünschen viel Vergnügen und viel Klimbim. Als Gast begrüßen wir Ernst Stankowski. Tarzan? Ich Jane. Du
Tarzan, ich Jane. Nein, du Tarzan, ich Jane. Nein, du Tarzan, ich Jane. Nein, ich Jane. Nein, ich Jane. Nein, 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 ich Jane. Nein, 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 ich Jane. Ein Mann wie ein Ross mit Wagen, der tät mir schon behagen. Ja, bitte, bitte. Sagen, weiße Frau entlaufen. Wer weiße Frau bringt zurück zu Kannibalen, der bekommt zur Belohnung weißen Elefanten. Und? Wirst du mich zurückbringen zu Kannibalen? Niemals. Ich dich essen selber. Sie haben das letzte Wort. Hören Sie mal, junger Mann, ich habe mein gutes Geld für meine Eintrittskarte bezahlt und will auch was dafür haben. Oh, entschuldigen Sie natürlich sofort. Jetzt gefällt mir der Film. Hören Sie mal, junger Mann, auch ich habe mein Eintrittsgeld bezahlt und möchte auch etwas dafür haben.
Meine Eltern sind miteinander verwandt, darum sehe ich mir so ähnlich. Die Generalspfeife, haben Sie heute wieder die Eier gekocht? Seit ich hier im Haus bin, koche ich die Eier. Das ist schon viel zu lange. Es wird Zeit, dass sie verschwinden, dass es hier mal wieder anständige Eier gibt. Spiel nicht verrückt, Opa. Seit Adula im Hause ist, gibt es bei uns die besten Eier. Dass ich nicht lache. Dieses Ei hat Härte 10 und Härte 10 hat bisher noch niemand geschmeckt. Das liegt daran, dass heutzutage das Wasser so hart ist. Quatschen Sie nicht so dusselig, Sie faules Ei, sonst erschlage ich Sie mit dem Badewasser. Das Ei ist nur so hart geworden, weil der Klavierspieler, der neuerdings über uns wohnt, keine Ruhe gibt. Wieso? Der Tastenquäler spielt ja jetzt gar nicht. Na, jetzt nicht, aber sonst will er immer was von mir. Was? Dem Halunken werde ich den Flügel stutzen. Stutzen Sie ihm, was Sie wollen, aber nicht seinen Flügel. Ich liebe Musik. Aber nein, er will doch nichts von mir persönlich. Also hat er wenigstens Geschmack, der Notenschänder. Was will er denn dann von dir? Ein Ei, ein Tässchen Mehl, ein bisschen Salz, ein Schüsschen Essig, ein Döschen Kaviar, ein Fläschchen Champagner. Das wird ja immer schöner. Wir drehen jeden Pfennig um und sparen für unser Haus. Und du schmeißt es zum Fenster raus. Jawohl, wir rackern uns ab, damit wir was verdienen und du fütterst wildfremde Mäuler durch. Seid nicht so brutal. Er ist ein sensibler Künstler und ich subventioniere ihn ein bisschen. Der Mann ist Briefträger. Ich habe doch gestern selbst mit ihm gesprochen. Ach, aber er spielt so herrlich Klavier und hat sehr zarte Hände. Also wenn die Frauen so in die Jahre kommen, dann drehen sie einfach durch. Jolante, merkt dir eins, wenn dieser Mann mit seinen zarten Händen auf dir Klavier spielt, dann spiele ich mit meinen groben Händen auf dir die Prügelei von Schumann. Oh, tu es doch. Seid mal still. Der Klaviaturspieler musiziert schon wieder. Mann, Mann, woher kennt der denn dieses Lied? Welches Lied? Wie heißt denn das Lied? Auf Java sind die Mädchen braun. Dieses Lied kennen Sie sicher aus Ihrer Pubertätszeit. Quatsch! Den Song habe ich immer geschmettert, wenn ich mit Captain Cook in der Südsee gekämpft habe. Und ihr werdet lachen. Auf Java sind die Mädchen tatsächlich braun. Ja, was spielt er denn jetzt? Ah, das haben wir im Offizierscasino gesungen. Und wie heißt das? Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt. Ein alter Schlager vom Kollo mit dem Text vom alten Frei. Also Opa, jetzt kennen wir dich seit deiner Geburt, aber dass du auch nur einen einzigen Schlager kennst, das ist uns neu. Tja, meine Liebe, vor eurer Zeit, damals an der Westfront, da haben wir Tag und Nacht gesungen. Aber seit ich unter euch weile, ist mir das Singen vergangen. Sie sind ja ein wandelndes Schlagerlexikon. Nur keine Ironie, Sie unbrauchbare Drehorgel. Ich kenne mehr Schlager, als Sie Fehlzündungen im Hirn haben. Und das heißt schon eine ganze Menge. Alle mal herhören! Aber Gabilein, warum schreist du denn schon wieder so rum? Liebe Freunde, ich habe mal nachgerechnet. Ihr seid alle Versager. Seit mehreren Sendungen versuchen wir nun mit viel Arbeit viel Geld zu verdienen. Ja, was haben wir geschuftet? Ein Restaurant haben wir gehabt, ein Gesangsstudio haben wir eröffnet, Heimarbeit haben wir angenommen. Quatschen Sie nicht so dusselig. Jedenfalls war unser großes Ziel, uns eines Tages ein Haus zu bauen. Und was ist? Wir haben schwer geschuftet. Und was haben wir? 13,80 Mark in der Kasse. Ich hab ja immer gesagt, Fleiß ist Scheiß. Mein Gott, ist das alles deprimierend. Hey, Moment mal, ich habe eine Idee. Das ist ja fabelhaft, dass Sie in all den Jahren auch mal eine Idee haben. Aber tun Sie mir trotzdem den Gefallen und behalten Sie die Idee für sich. Nein, Adularchen, lass uns deine tolle Idee mal hören. Fleiß ist Scheiß, das stimmt. Aber Wissen ist ein reiches Ruhekissen. Das nützt uns doch nichts, Adularchen. Denn wir wissen doch nun überhaupt nichts. Wir nicht, aber Opa, er hat ein fundiertes Schlagerwissen und das machen wir zu Geld. Richtig. Aber wie denn? Opa wird Diskjockey beim Radio. Die sollen ein irres Geld verdienen. Aber ich kann ja gar nicht komponieren. Die doch auch nicht. Und trotzdem schreiben sie 1000 Schlager. Mann, hörst du denn kein Radio? Aber das heißt ja wieder, ich muss arbeiten und damit ist Schluss. Endgültig Schluss. Uns hilft nur noch alles oder nichts. Uns hilft alles. Uns hilft nicht. Uns hilft alles oder nichts. Das Quiz. Opa geht hin und meldet sich zum Thema Schlager. Und peng, wir gewinnen 10.000 Mark. Das ist schon das halbe Haus. Irrtum. Nicht wir gewinnen dann 10 Mille, sondern ich gewinne die 10 Mille. Und ich gewinne die 10 Mille auch nicht, weil ich da erst gar nicht hingehe. Ich mach doch nicht den Affen für diese Fernsehclowns. Horch, was kommt von draußen rein? Holla, he, holla, ho. Wird's wohl mein Feinste? Oh, der begnadete Künstler. Wir haben Sie eben wieder spielen hören. Ganz herrlich, kommen Sie doch herein.
Ja, setzen Sie sich, Sie traurige Schicksal. Wieso bin ich denn ein trauriges Schicksal? Die Leute sagen, Sie sind ein schlechter Briefträger, aber ein guter Klavierspieler. Und ich sage, Sie sind ein schlechter Klavierspieler und nicht mal ein guter Briefträger. Das ist tragisch. Also, was können wir für Sie tun? Ich wollte die gnädige Frau fragen, ob ich noch ein Tässchen Himbeergeist haben könnte. Also, Sie saufen dem Opa den Schnaps weg. Das ist doch nicht zu fassen. Ein Alkoholiker in diesem ehrenwerten Haus. Ich bin doch kein Alkoholiker. Wer den Schnaps tassenweise säuft, ist Trinker. Und zwar lebenslänglich. Gabi, hol den Schnaps. Ich muss mit diesem versoffenen Schwein Brüderschaft trinken. Ich hol den Schnaps ja nur in einer Tasse. Trinken tue ich ihn oben aus dem Glas. Dann sind Sie noch Amateur. Ein Profi holt den Schnaps in großen Schüsseln und trinkt dann aus der Flasche. Prost. Opa, sei doch nicht so ordinär. Unser lieber Nachbar ist Künstler. Briefträger ist er und Klavierspielen tut er nur im Delirium. Ich liebe dich. Wie heißt du? August. So, August, jetzt müssen Sie aber wieder gehen. Der Opa hat nämlich überhaupt keine Zeit. August bleibt. August ist ab sofort mein Korrekturpetitor. Los, August, setz dich ans Klavier. Ich muss mit dir für diesen beschissenen Quiz üben. Ja, aber ich denke, du willst bei diesem Quiz gar nicht mitmachen. Ich habe mir es anders überlegt. Das ist prima. Das ist Quatsch. Opa kennt doch außer ein paar schweinischen Militärliedern keinen einzigen Schlager. Das Wunderkind hat recht. Und deshalb unterziehe ich mich jetzt einer Gehirnwäsche nach Husarenart. Los, August, fang an. Aber wie geht's denn eine Gehirnwäsche auf Husarenart? Das ist Wissensübertragung mit Schnaps. Pass mal auf, das geht so. Ich sage dir jetzt diesen berühmten Satz von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und diesen Satz wirst du dir jetzt auch ewig merken. Trink. Aber auf einen Zug. Wirst du das jemals vergessen? Nein, niemals. Siehst du, das ist Wissensübertragung mit Schnaps. Beste Husarenart. Adola und Gabi, ihr geht jetzt in die Altpapierhandlung um die Ecke und bringt alle Noten aller Schlager dieser Welt. Und die schütte ich dann in mich hinein. Dann werden diese Fernsehquizzer mal sehen, was so eine richtige Schlageroffensive ist. Jawohl! Jawohl! Zack, zack. Und Sie, August, prüfen mich jetzt auf Herz und Nieren. Aber pass auf deine Leber auf, Opa. Keine Sorge, meine Leber liebt Musik. Los, August, schieß los. Prost. Was denn das? Die Einleitung. Kennst du auch das Lied dazu, August? Schönes Lied. Das erinnert mich an meine Jugendzeit. So lange kann ja kein Mensch zurückdenken. August, spiel mal was, was ich kenne. Das ist ja schon wieder dieser Uraltschlager aus Jolantes Blütezeit. Nur die Einleitung. Gleich kommt eine ganz neue Nummer. Ah, das ist Motorcycle Mama, gesungen von Harpo, Musik von Harpo, Text von Palmas. Prost, so liebe ich das Leben. Oh. Das sind alle modernen und antiken Schlager, die es gibt. Wenn du die alle kannst, dann gewinnst du das Quiz. Wenn er die alle kann, ist er total besoffen. Hier, spielen Sie das mal. Hey, das kenne ich. Das ist Jolantes Lieblingsnummer. Das ist nur die Einleitung davon. Gleich kommt ein ganz neues Stück. Von Kraus, Text von Hart und Waden, der Titel Du bist mein Morgen und mein Nachtgebetchen. Prost! Bravo! Bravo! So, und jetzt das hier. Weiter, du alle Intelligenzbestie! Aber August, wenn du noch mal diese beschissene Einleitung spielst, dann schlage ich dir die Rübe zum Bombentrichter. Aber sie ist so schön. Das ist meine Lieblingseinleitung. Aber meine nicht. Zur Sache, August. Das ist Nur nicht aus Liebe weinen, gesungen von Sarah Leander, Musik von Theo Markeben, Text von Beckmann. Bravo! In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, von Franz Grote, gesungen von Marika Röck. Ausgezeichnet, Opa! Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft, aus der Operette Meine Schwester und ich von Ralf Benatzky, gesungen von Johannes, wie hieß der? Grünmann. Quatsch, hieß das? Swanee, How I Love You, How I Love You von George Gershwin, gesungen von Judy Garland. So, jetzt legen Sie ihn rein. Pass auf, abwählen Sie das mal hier. Das. Ha, ihr könnt mir die Schrecken, Freunde. Das ist Yesterday. Text, Musik und gesungen von den Beatles. Bravo! Also, Opa, du bist der Größte. Aber Adola, das sind Lieder von gestern. Prüf doch mal den Opa mit Schlagern aus neuerer Zeit. Mitunter bist du ein ganz gescheites Ding, Jolante. Hier, spielen Sie das mal. La 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 la
Wenn ihr glaubt, ich wäre von gestern, habt ihr euch getäuscht. Das ist Komm in meinen Wigwam gesungen von Heino. Das da? Na? Na? Opi? Na? Hallo? Diese Schnulze kenne ich nicht. Was, die kennst du nicht, Opa? Klimbim ist unser Leben. Und ist es mal nicht wahr? Dann mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Also ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich diesen schwachsinnigen Song nicht gekannt habe. Aber warum haben Sie denn da nichts gesagt? Damit ich endlich mal wieder Grund für eine richtige Gehirnwäsche habe. Nach Husarenart! Trotz momentaner geistiger Umnachtung wird unser lieber Opa in einigen Wochen in dem 10.000-Mark-Quiz um die 10.000 Mark kämpfen. Und das alles in wenigen Minuten. Auch sicher, dass wir hier richtig liegen? Klar, von hier haben wir den totalen Überblick. Und wenn Sie sich drüben auf die Couch schmeißen, dann mache ich das Foto. Ich weiß nicht. Hören Sie, Sie wollen wissen, ob Ihre Frau Sie betrügt und haben mich engagiert, um sich Klarheit zu verschaffen. Jetzt müssen Sie auch Vertrauen zu mir haben. Achtung, Sie kommen. Ist das Ihre Frau? Ja, ich glaube schon. Was treiben Sie? Sie setzen sich. Sonst nichts. Sie reden, das langt noch nicht. Mir schon. Machen Sie jetzt das Foto. Quatsch, das beweist noch gar nichts. Aber das sind doch Ihre Schuhe, das beweist genug. Ihre Schuhe schon, aber vielleicht nicht Ihre Beine. Nur Geduld, das kriegen wir noch besser. Wen bringe ich um? Achtung, jetzt passiert was. Ja, es geht los. Es geht los. Action. Jetzt, die Klugscheißer? Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Mann, sind Sie ein blöder Detektiv. Aber wieso denn? Was ist nun? Betrügt mich meine Frau oder betrügt sie mich nicht? Verdammter Mist, das werden wir jetzt wohl nie rauskriegen. Tarzan! Jane! Tarzan? Ja? Wie du machen Feuer. So. Tarzan? Ja? Wie du machen Essen? So. Tarzan? Ja? Wie du machen Liebe? Ach, mein Schatz.
Jetzt bist du mit dem reichsten Mann des Landes verheiratet. Bist du glücklich? Ja, sehr glücklich. Und jetzt musst du mir das Geheimnis verraten, das du bis zur Hochzeitsnacht für dich behalten wolltest. Erinnerst du dich? Ja, mein Schatz. Und zwar wolltest du mir in der Hochzeitsnacht sagen, welchen Beruf du hattest, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich war Damenimitator. Du siehst so glücklich aus. Hast du eine Erbschaft gemacht? So was Ähnliches. Ich habe eine neue Versicherung abgeschlossen. Ganz toll. Wenn das alles klappt, werde ich irrsinnig reich. Falls mir was Entsetzliches zustößt. Um Gottes Willen, was ist das denn? Nicht um Gottes Willen. Es ist ganz fantastisch. Wenn sich ein Elefant auf mich setzt, bekomme ich 500.000 Mark. Und wenn ich in einem U-Boot ertrinke, bekomme ich auch 500.000 Mark. Ist das nicht aufregend? Oh ja, das ist aufregend. Ich kann es sogar auf 1 Million bringen, wenn es mir gelingt, ein kleines Problem zu lösen. Was ist das Problem? Wie bekomme ich den Elefanten in das U-Boot? Nein, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, Herr Kollege, eine längere Abhandlung über die Kleist-Novellen geschrieben. Ja, und ich muss Ihnen sagen, sie hat mir eigentlich insofern nicht gefallen, weil Bitte? Sie in einer Adäquatität Die Herren Kritiker fachsimpeln mal wieder. Naja, gnädige Frau, es ist ja auch wirklich ein Skandal. Ich meine, diese Opernpremiere gestern Abend war doch wieder ein riesiger Reinfall, dass man so eine moderne Oper überhaupt noch aufführt. Dazu kommt, dass die Regie schlecht war und die Sänger miserabel. Ja, und die Tempi am Anfang viel zu langsam. Und das Finale viel zu dürftig. Die Tänzer tanzten müde und überhaupt nicht spitz. Sagen Sie mal, Kollege, waren Sie da in der Premiere? Ich? Nein. Sie? Ich? Nein, ich auch nicht. Aber Liebling, ich will doch nur dein Bestes. Ich weiß, aber gerade das bekommst du nicht. Habe ich Sie nicht gestern Abend im Fernsehen gesehen? Wie war noch der Titel der Sendung? Jetzt fällt's mir wieder ein. Aktenzeichen XY. Du, liebst du mich auch? Ja, dich auch. Warum sind Sie denn so schlecht gelaunt? Ich krieg ein Kind. Aber das ist doch eine tolle Sache. Warum machen Sie dann so ein trauriges Gesicht? Es ist nicht von meiner Frau, es ist von meiner Sekretärin. Du, Peer, hast du schon gehört? Schwester Angelika und Bruder Grabhorn werden heiraten. Ich denke, Schwestern dürfen nicht heiraten. Ja, das stimmt. Darum werden sie die Heirat auch einfach verschweigen. Ja, und was passiert, wenn das Baby kommt? Oh, dem Baby werden sie es natürlich sagen. Bild scharf. Ja, ja, ich mach's ja schon. Und mach Farbe rein, sonst sieht der Opa ja nachher aus wie ein angesenktes Handtuch. Seid doch nicht so nervös. Nicht so nervös, nicht so nervös. Deine Ruhe ist ja schrecklich. Der Opa ist auf seine alten Tage zum ersten Mal im Fernsehen. Vielleicht trifft ihn vor lauter Aufregung der Schlag. Und schließlich geht's um 10.000 Mark. Aber das ist Ihnen ja egal, Sie Schmarotzer. Sie liegen uns ja so oder so auf der Tasche. Wo ist denn Heinrich? Wo ist denn Heinrich? Er muss doch auch den Opa im Fernsehen sehen. Ich hol ihn ja schon. Geisteskrankes Kind! Da sehen wir im Fernsehen! Was ist denn da? Es geht los! Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Alles oder Nichts. Sie werden sich jetzt fragen, ob ich im falschen Studio bin, aber ich kann Sie beruhigen, ich habe mich nicht in der Dekoration geirrt. Aufgrund einer Neuregelung im deutschen Fernsehen müssen alle Show- und Quizmaster jetzt ihre Sendungen tauschen. Jedenfalls, wir sind in Alles oder Nichts, wenn ich mich recht erinnere. Wir sind in Alles oder Nichts und darum frage ich, um die Verwirrung vollkommen zu machen, erkennen Sie die Melodie? Unsere erste Frage dreht sich nämlich um Schlager und da passt das ja irgendwie ganz gut. Sehen Sie, das ist das Schöne im Fernsehen bei Quiz. Es passt ja immer alles irgendwie ganz gut. Ne? Der Quizmaster stellt eine dumme Frage und bekommt dann eine mehr oder weniger
durchaus gescheite Antwort vom Kandidaten, nicht? Ja. Und um mehr oder weniger geht es auch in unserer heutigen Sendung. Darum begrüße ich unseren ersten Kandidaten, Herrn Klimedikt Bembem. So, Herrn Klimedikt Bimbim. Entschuldigung, bitte. Herrn Benedikt Klimbim. Schnell, Gabi, hol das Riechsalz. Soll sich die Mutti ihr Riechsalz doch selber holen? Ich will den Opa sehen. Aber deine Mutter ist doch ohnmächtig. Die kann doch gar nicht selber gehen. Seien Sie doch froh, dass sie ohnmächtig ist. Dann quatscht sie uns nicht dauernd dazwischen. Du pietätlos Geschöpf! Hat Opa schon gewonnen? Es hat noch gar nicht angefangen. Da, da kommt er. Guten Abend. Guten Abend, gute Nacht, mit Röstlein bedacht. Das ist aber kein Schlager, das ist ein Volkslied. Sie wollen mich reinlegen, Sie Alunke, was? Kein Mensch will Sie reinlegen. Die Fragen haben noch gar nicht begonnen. Also, Herr Klimbim, Sie sind zum ersten Mal in unserer Sendung, zum ersten Mal in der ersten Runde. Und darum wäre es vielleicht nett, wenn Sie uns erst mal sagen würden, woher Sie kommen und was Sie beruflich so machen. Ja, also ich komme aus der WDR-Stadt Köln und arbeite als Opa im ersten Kanal. Als Opa? Ist das sehr anstrengend? Naja, normalerweise ist Opa eine Ruhestellung, aber in der Familie, in der ich lebe, ist Opa ein Dauerstress. Sind Sie also sehr nervös? Ich nicht, aber Sie. Ich? Wieso ich? Weil ich Ihnen gleich 10.000 Mark abknüpfe. Sie scheinen mir Ihrer Sache sehr sicher zu sein. Absolut sicher. Sie können schon mal an der Kasse Bescheid sagen. Ja, aber in der ersten Runde geht es doch erst um 1.000 Mark. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir vergessen die ersten Runden. Die sind sowieso langweilig und gehen gleich aufs Ganze. Aufs Ganze. Ja, aber das ist doch gegen die Spielregel. Wir pfeifen drauf. Herr Stachowski, Sie sind ein progressiver Typ. Und als Quizmaster verstellen Sie sich sowieso, Sie können mir nichts vormachen. Ich kenne doch Ihre heißen Chansons. Also los, alles oder nichts, ich nehme alles. Ja, aber Sie bringen die ganze Quizwelt durcheinander. Erst die leichten Fragen, dann die schweren Fragen. Sonst ist die Sendung doch viel zu schnell vorbei. Das ist Zeitschinderei. Sagen Sie Ihrem Chef, dass ich zur Sache kommen möchte. Ja, mein Chef ist nicht da. Falsch, das Lied heißt nicht mein Chef, sondern unser Chef ist nicht da. Text von Gardens, Musik von Martell. Ein Opa wie Sie, den gibt's nur einmal. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Musik von Heimann, Text von Gilbert. Also, junger Mann, keine Umschweife, fangen Sie endlich an. Ja, Opa, zeig sieben! Geh ran, Opa, wie damals in den Ardennen. Adula, warum siehst du denn nicht zu? Was machst du denn da? Ich verteile schon mal den Gewinn. Was ist 10.000 Mark durch vier? Also gut, Herr Klimbim, wir machen mit Ihnen die einmalige Ausnahme und ich komme gleich zur Hauptfrage. Schießen Sie los! Ich spiele Ihnen jetzt einen Schlager vor. Sie müssen den Titel des Schlagers, den Komponisten und den Textdichter erraten. Dazu haben Sie genau eine Minute Zeit. Schaffen Sie es in einer Minute, bekommen Sie 10.000 Mark. Schaffen Sie es nicht, verlieren Sie die 10.000 Mark. Also Sie bekommen nichts. Daher also alles oder nichts. Alles oder nichts. Gabi, die Flasche! Adolo, halt mir die Hand! Lass mich in Ruhe, der Opa macht das schon. Der Opa schon, aber ich nicht. Ich vertrag doch keinen Schnaps. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja, welche denn? Bekomme ich das Geld in bar? Ja, bar oder Scheck, ganz wie Sie wollen. Lieber in bar, ich trau dem Fernsehen nicht. Einverstanden. Sind Sie bereit? Ich ja, aber wenn Sie das Stück noch mal üben wollen... Ja, den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht tun. Also, die 10.000 Mark Aufgabe lautet, nennen Sie uns den Titel, den Komponisten und den Textdichter dieses Schlagers. Das ist die Einleitung. Das ist Jolantes Lieblingsschlager. Das glaube ich, ja. Wie heißt er? Warten Sie. Ja? Na, wie heißt er denn? Jolante, wie heißt das Lied? Du wirst doch wissen, wie dein Lieblingsschlager heißt, du sentimentale Engel! Ich weiß es nicht! Wie heißt denn der Schlager, um Gottes Willen? Sie wissen das auch nicht? Nein, ich kenne auch nur die Einleitung! Da, 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 da. Machen Sie diesen Piano-Forte-Scheißer fertig! Ich kann ihn doch nicht haben! Es tut mir leid, Sie haben die 10.000 Mark Frage nicht beantwortet, aber das macht ja nichts, davon geht die Welt nicht unter. Es war ja nur ein Spiel.
Herr Stankowski, davon geht die Welt nicht unter von Michael Jari und der Text von Bruno Balz. Ja, das wäre richtig gewesen, wenn es die Frage gewesen ja, wäre. Ja, wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre ein Lied von Robert Stolz. Ja, ich verstehe Ihren Kummer, aber ich muss mich jetzt von Ihnen verabschieden. Reicht mir zum Abschied doch einmal die Hände von Bruno an. Bitte, bitte, nehmen Sie sich so tragisch. Es war Ihre erste Quizshow. Beim ersten Mal, da tut's noch weh von Werner Eisbrenner und Helmut Kolter. Lieber Herr Klimbim, unsere Zeit ist um. Dankeschön. Dankeschön von Bert Kempfert und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bleibt nicht zu lange fort. Das ist Betrug. Man kennt jeden einzelnen Schlager auf der ganzen Welt. Die haben uns um 10.000 Mark betrogen, die Schweine. Wie können die es wagen, mein Lieblingslied aus meiner Jugendzeit zu spielen? Das gehört nur mir, mir ganz allein. Schiebung, Schiebung. Jawohl, Schiebung. Jolante, gib mir die Axt. Ja, gib sie den Verbrechern, gib sie. Ein Erdbeben! Quatsch, das war Adola, die alte Pfeife. Aber sagen Sie mal, Herr Stankowski, wie hieß denn nun der Schlager, den ich nicht geraten habe? In the Mood. Aber das ist Englisch. Wie heißt denn das auf Deutsch? Stimmung! Stimmung? Ich kann mir vorstellen, dass Oskar jemand ein Haar krümmen kann. Ich auch nicht. Aber Oskar weiß irgendetwas. Er hat gesagt, es gäbe jemanden, der ein Motiv und die Möglichkeit hätte, die anderen umzubringen. Aber wir waren doch alle zusammen. Und wenn sich noch jemand im Haus versteckt hat, er wäre doch schon längst aufgefallen. Vielleicht war die Hausdame aber schon tot, bevor die anderen waren. Das wäre schon möglich. Wer hat dann auf dem Dudelsack gespielt? Und wer hat uns im Verlies eingesperrt? Wir müssen irgendetwas übersehen haben, Chantal. Aber was? Die Lösung ist zum Greifen nahe. Lass uns noch mal rekapitulieren. Herzog? Ja? Wann du wechseln deine Wäsche? Immer wenn vorbeikommt ein Tiger. Etwas gewusst haben, was mit dem Schatz zu tun hat. Der Mörder hat ihnen ihr Geheimnis entlockt und sie dann eiskalt umgebracht, um nicht teilen zu müssen. Und damit weiß ich, wer der Mörder ist. Der Mörder ist nicht der Gärtner, nein. Der Mörder ist... Ah! Oh, unerhört, so eine Frechheit! Sie gemeine Schwein, Sie Verrückter, Sie! Wie können Sie das nur tun? Geklingelt. Ja, hallo? Für Sie, Herr Doktor? Dr. Ziegel? Ja, Schwester, ich komme sofort. Oh, Sie müssen schon gehen, Herr Doktor. Ja, leider, ein Unfall. Ich muss sofort operieren. Oh. Also, Frau Volkmann, 2 Tabletten täglich nach dem Essen, 4 Bettruhe und gleichmäßige Bettwärme. Ich komme morgen wieder, dann geht's Ihnen sicher bald viel besser. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Tierquälerei im Straßenverkehr. Der Zoologe Professor Witschneck hat sich gegen die Verwendung von Zebrastreifen im Straßenverkehr ausgesprochen. Man solle stattdessen die Zwerchfelle verunglückter Verkehrsteilnehmer verwenden. Als scheußliche Tierquälerei bezeichnete der Professor das Anbringen von Katzenaugen an den Fahrzeugen. Thank you.
Maria Stefania. Guten Abend, mein süßes Radieschen. Du meinst wohl guten Morgen. Weißt du, wie spät es ist? Wieso? Hast du denn keine Uhr? Mach keine faulen Witze. Ich sitze hier die ganze Nacht zu Hause, kann vor Kummer und Sorgen kaum schlafen und du treibst dich die ganze Nacht herum, feierst und amüsierst dich. Was trinkst du denn da? Oh, pfui Teufel, das ist ja ein grässliches Zeug. Das bringt einen ja um. Siehst du? Und da sagst du immer, ich amüsiere mich. Hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die ihn klein macht. Vorigen Freitag haben wir den weißen Hai gesehen, den Freitag davor haben wir Moby Dick gesehen und heute den Tod des Anglers. Können wir nicht mal was anderes sehen? Naja, dann müssen wir eben donnerstags ins Kino gehen. Freitags gibt's nun mal nur Fisch. Sag mal, Blondie, gehst du eigentlich manchmal in dich? Nö, da kenne ich mich nicht so gut aus. Die tut nur so. Das war's für heute. In ein paar Wochen machen wir wieder Klimbim und das sieht dann ungefähr so aus. Machen wir eben noch schnell ein neues Kunstobjekt. Was soll denn nun das? Das ist Primitivkunst. Objekt Nummer 8. Denken, du wärst pervers, nur aber weil ich du... ich bin doch nicht pervers. Wir nehmen es unser Leben und ist es mal nicht wahr? Da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar. Hey, Sie! Seit 20 Minuten kriechen Sie hier auf dem Boden rum. Was soll denn das? Ich suche die Handlung. Sag mal, Blondie, spielst du eigentlich Schach? Nö, wie spielt man denn das? Auf einem Brett. Ach, das ist mir viel zu unbequem. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck.